Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, beim letzten Mal haben wir hier so ein bisschen malen angefangen und haben auch die Produktion hier erweitert für intelligente Beschichtung, weil wir aktuell darauf warten müssen, dass wir die nächsten Stufen hier fertig kriegen, weil wir sozusagen gerade eine Weltraumliftmission noch abschließen müssen, das Ziel 1. Wir haben hier 86 und 79 von den Dingern drin. Wie schaut sonst unsere aktuelle Lagersituation aus? Schaut gut aus, wie es aus, wie ich finde. Wir können es wahrscheinlich noch verbessern, aber es schaut grundsätzlich eigentlich komplett in Ordnung aus. Die produzieren eh so schnell sie können. Er scheint eher aber auf Schrauben zu warten. Interessant. Aber okay, dann ist es halt so ein bisschen ein Bremsfaktor, aber so schlimm ist es auch nicht. Gleichzeitig haben wir unsere Stromproduktion ein bisschen erweitert und ein bisschen angefangen umzubauen, um nochmal eventuell ein bisschen mehr Strom in diese Anlage reinzusetzen. Oder beziehungsweise Produktionskapazitäten. Genau, was wollte ich... Jetzt habe ich mein Hirn vergessen. Genau, wir haben auch hier ein bisschen Treibstoff reingeschmissen, um zu schauen, wie viel Coupons wir damit rauskriegen. Wir sind jetzt schon bei 7. Oh, weil da kriegst du doch einiges raus, erstaunlicherweise. Also... 2800 Punkte pro Minute machen wir gerade mit dem Ding. Erstaunlich. Was natürlich eine schöne Sache ist, bedeutet, wir machen circa ein Coupon pro Minute aktuell. Auch wenn wir das circa verbraucht haben. Mich würde interessieren... Ich gebe ihm mal ein paar meiner... Nein, das sollst du nicht als nächstes verwenden. Du sollst erst das auch verwenden. Goddammit. Bedeutet, jetzt werden wir sehen, ob es ein sinkender Punkt ist oder ein steigender Punkt. Einfach mal sozusagen checken, wie die Coupons reagieren auf was. So. Ich könnte natürlich auch die Motoren mal reinschmeißen, aber ich wette, das ist eine ganz andere Geschichte dann. So. Wie viel bringen Kabel? Ich glaube weniger. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die weniger bringen. Warum das denn? Das sind doch genauso zwei Schritte. Also Brennstoff scheint ein ganz guter Weg zu sein, um Coupons zu kriegen. Warum nicht? Davon habe ich Tonnen auf Lager noch. Hallo mein Freund. Wenn das ein guter Weg ist, du, ich sag nicht nein. Guck, ich schnapp mir mal das komplette Lager hier. Und vielleicht auch ein Teil von dir, wenn wir dich eh leer machen müssen. Und bring das darüber. Dann machen wir ein paar Coupons pro Minute, das ist auch nicht schlecht. So, ich glaube, 200 sollte ich mir für die Motorsäge noch auf Lager lassen. Aber es sollte doch wieder heißen, dass wir hier... Ja, schau mal, was das für ein Dip war. Eieieiei, das war ja gar nichts. Schau mal, zu 2800, zu dem Brennstoff ist ja genial. Vielleicht auch, weil halt, das nicht wiederherstellbarer Rohstoff ist oder dauerhaft haltbarer Rohstoff, dass sozusagen das Spiel sagt, Kabel kannst du dauernd machen, Bäume hast du nicht unendlich... Deswegen ist das mir jetzt mehr wert. Aber wir haben schon fast 10 Coupons. Das finde ich doch schon ganz fein. Bei dem Werke davon, wenn wir hier schon noch Bäume haben. Wir müssen die Produktion aufhalten. Vernichten wir weiter mal ein bisschen die Fauna hier. Weil das können wir grundsätzlich eh sehr gut, Faunavernichtung. Sehr, sehr gut sogar. Mit dem Wasserzugang hier, glaube ich, haben wir auch eine sehr gute Quelle ausgesucht, an der wir später arbeiten können. Und dann können wir hier Wasser pumpen für Kohlekraftwerke oder sowas in der Art. Drüben ist noch ein Pilz. Seit wann ist da ein Pilz? Mein Freund, seit wann bist du hier?
Bin doch faul. Weg mit der Fauna. Hier auch. Weil wir dürfen aktuell halt echt nicht vergessen, dass wir das benötigen für Energie. Warte mal, hier oben war ich auch noch nicht, oder? Erstmal freimachen das Ganze hier. Hier sind wieder so viele von diesen ganz komischen Dingern. Noch ein paar Bären. Wo mir auch noch nicht sicher bin, was ich die brauche. War ich hier schon mal? Hier ist noch ein Pilz. Verfolgst du mich, mein Freund? Ich glaube, das ist die einzige interessierte Spezies in mir. Ich glaube einfach, der mag freies Gebiet, weil schon der mag auch den Ausblick. Deswegen folgt er mir immer. Noch kurz hier nochmal Befreiung. Eine ganz klitzekleine Befreiung. Es scheint auch nach Sicht zu gehen, ne? Also je nachdem, ob das Blatt in deiner Sichtweite ist oder nicht, wird das mitgemacht. Ah, guck mal, wir tun immer noch Kabel produzieren, alles Mögliche. Wir sind also immer noch nicht ansatzweise voll damit. Finde ich erstaunlich. Wahnsinn, was wir schon gemacht haben. In kürzester Zeit, schaut euch das an. Wahrscheinlich schaffen andere in der kurzen Zeit um einiges mehr, aber ich will auch nicht behaupten, dass ich gut bin in dem Spiel. Überhaupt nicht. Dafür bin ich viel zu komisch drauf. Elektroschnecke. Ist immer noch die Elektroschnecke da hinten, oder? War ich denn hier oben schon mal? Ja, ich war hier hinten. Ich war hier hinten schon mal erforschen. Seht ihr das? Irgendwas habe ich mir hinten schon mal angeschaut. Also ich war auf jeden Fall hier. Das kann ich mich dran erinnern. Hier hinten war dieser blöde, komische Monster-Viech, was ich nicht besiegen konnte. Genau, das war dieses Neuding. Da waren so viele Schnecken. Da muss ich immer noch einen Weg finden, wie wir am besten da reinkommen. So ein Helikopter wäre praktisch. Also. Da kann ich nicht auch mit dem Ding... Das ist eine Quelle. Was zum Anliegen? Nee, warum darf ich Elektroschnecken noch nicht eingeben?
Oh, habe ich meine Elektroschnecke falsch verwendet? Oder darf ich die einfach noch nicht... Dafür habe ich gar kein Ding bis jetzt. Das sind wieder Pilze. Also wieder dieselbe Schnecke wie davor, oder? Ich bräuchte auf jeden Fall erstmal bessere Ausrüstung, so schaut's aus. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die besiege. Oder was ich mit denen machen kann. Mit dir kann ich auch nichts machen. Das ist... Verstehe ich auch noch nicht, warum ich mit dir zum Beispiel nichts machen kann. Back to our workstation. Zwischendurch ist das Spiel halt auch einfach mal warten, ne? Warten bis die Produktion... Ich könnte natürlich die Produktion erweitern, rein theoretisch, ne? Also warten muss ich nicht unbedingt. 14 Coupons haben wir schon. Feine Sache, feine Sache. Irgendwas wollte ich angucken. Irgendwas wollte ich angucken. Genau, wie es da drin ausschaut für einen Weltraumlift. Fünfer 40 haben wir jetzt, okay. Nehmen wir die 82 von hier. Oder ich muss erst vielleicht mal ganz kurz die Lager hier drin wieder befüllen. Oh, shit, die sind nicht leer gelaufen. Okay, aber nur wieder eine Seite. Aber das ist irgendwie klar, dass die eine Seite immer leer läuft, weil die andere ist halt in 100er Masse da. Und die andere Seite nicht. Deswegen liefern wir nach. So, schau mal. Ich habe jetzt wie viele Beschichtungen im Inventar drin? 100 und davon habe ich 100. Die gebe ich jetzt mal an die Maschine weiter. Dann kann die Stück für Stück gerne weiter befüllen, aber dann haben wir vielleicht bald die benötigen Reserve zur Verfügung. So, jetzt hast du 100, 100. Wir warten ja quasi nur drauf, ne? Schau, von denen haben wir jetzt mittlerweile 100. Aber versteckte Eisenplatten brauche ich auch unbedingt eigentlich immer wieder mal. Das ist die andere Sache. Komm, zwei noch. Zwei Stück noch, da ist eins. Gibt es andere? Gib, komm schon. Gib her. Will haben. Dort komm, oder so. Dann brauchst du nur noch 30 Sekunden für eine Platte. Puh. Da muss ich das aber echt meine Zeit laufen lassen, damit es hier wirklich profitabel ist. So. Jetzt haben wir die 50. Schick. Schick, schick, schick. Kann ich das eigentlich damit direkt füttern? Muss ich da auch wieder so eine Verbindung reinmachen? I don't know. Ich muss auch immer noch gucken, wie ich das hier wieder abbaue. Die Querverbindung von mir hier. So, schauen wir mal hoch. Die muss ich beladen, okay. Wo waren dann die Beladungszugänge? Zum Beispiel hier hinten. Dann machen wir hier einen Handmade. Das ist der Handbeladungspunkt. Das ist auch nur, weil der sozusagen am weitesten weg ist. Und ich somit rein theoretisch die anderen an die Fabrik anschließen könnte besser. So, der soll jetzt beladen. So, wir haben es gleich. Gleich ist es soweit.
Dann können wir das Beladen beginnen. Oder das Versiegeln in dem Fall. Und dann das Versenden. So. Oh, das war hier. Also versiegelt, meine Freunde. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 1 Project Part Shipment is now ready for delivery. On delivery, okay. Phase 1 will be completed and the distribution platform will be constructed. After completion of Phase 1, the technologies of Tiers 3 and 4 will become available in the hub. Mm-hmm. Highlights are automatisierte power, Energie, steel production, personnel transportation, and many more. Completing Phase 2 of Project Assembly is your next main objective. New project parts will need to be produced and delivered to the space elevator as you have done previously. Okay. Continue to construct, automate, explore and exploit for a better fix-it future. Okay, dann. What the hell? What the fuck? Oh. Whoa. Phase 1 of Project Assembly completed. This is only the beginning of Project Assembly, the first step towards saving the day. You have performed adequately so far. Reminder. Not only is Fix-It saving humanity, it is saving all of Earth, including kittens and puppies. It is statistically likely that you appreciate the continued existence of kittens and or puppies. Continue the work for their sake. Continue the work for Fix-It. It is time to start the work on Phase 2 of Project Assembly. Also wir machen das für Katzen und Hunde, ganz simpel gesagt. Oder Kätzchen. 1000 Beschichtungen. Ich habe jetzt schon Ewigkeiten auf 50 gewartet. Soll ich 1000 davon machen? Okay. Sicher, meine Kollegen. Das machen wir ganz, ganz easy. Absolut kein Problem. Aber was mich jetzt mehr interessiert ist, was für schöne Sachen gibt es jetzt bei uns unten? Das ist doch die eigentliche Frage. Moinsen! Also wenn ich immer zwei Stufen freigeschaltet bekomme, gibt es wahrscheinlich noch drei Phasen oder sowas. Kohleenergie, aha. Pipeline? Habe ich sicher auch. Scannbare Ressource, Flüssigkeitsspeicher. Kohlegenerator, Wasserextraktor. Pipeline-Pumpe. You're intriguing me. Eine LKW-Station. Und ein Schlepper. Einfache Produktion. Eine Gießerei. Schmilzt zwei Ressourcen zum... Ah, das ist jetzt zum Beispiel bei... Ich glaube, ich muss dann Kohle und Eisen zusammen kombinieren, um Stahl zu kriegen. Stahlreger, Stahlrohre. Mehrzweckgerüst. Neue Shop-Produkte. Okay. Verbessertes Asset, Xenoblazer, eine schwere elektroschocker Nahkampf für Selbstverteidigung. Oh, was Neues, schön. Fix-It-Baupläne. Upgrader, okay. Bauplan-Designer. Mit diesem Bauplan-Designer lässt sich individuelle Fabrikenentwürfe erstellen und... okay. MK3, Doppellager, was ist das? Was? Enthält für Aufführung eine große Menge von Gegenständen, hat zwei Förderband eingeschlossen und zwei Ausgangsschleusen. Das ist praktisch. Stapelbare Pipeline-Halterung. Förder- und MK3, das ist geil. Ein Miner MK2. Stahlbetonträger, ein Strato und ein Motor und ein automatisierte erweiterte Energie. Hochspannungsmast. Um Strom über große Distanzen. Okay. Energiespeicher, bindet Energie. Hypertubes. Das ist dieses Schnellreisesystem, damit du von A nach B kommst. Das finde ich schon super. Aber wir müssen gleich klein an... Warum habe ich Stufe 2 noch frei? Also so nicht als abgeschlossen markiert. Ich habe doch da alles, oder? Kohleenergie wird gleich das nächste.
Ich hole mal kurz die Sachen, die wir noch brauchen. Das wären nochmal 50 Motoren und nochmal ein bisschen was davon und Kabel. Okay, kein Problem. Easy peasy. Da haben wir die Motoren. Nehmen wir euch gleich komplett mit. Wie viel haben wir hier wieder? 12. Ist jetzt nicht unbedingt so... Naja. So großartig. Wie läuft's mit der Produktion hier erscheinen? Wenigstens hier ist schon einiges auf Lager. Du machst uns immer noch schon Tickets, weil ich würde dich gleich verwenden gerne. 18 Tickets. Schön. Tickets. So, dann. Machen wir dich gleich fertig. Tu das. Milestone reached. Flieg halt nicht gegen die neue Struktion hier oben. Automated by burning coal, which has been added to the resource scanner. Water is also necessary to run the coal-powered generator and will require a network of pipelines to be transported from a water source. To assist with locating and identifying water, Fixit has compiled this guide. Water is a somewhat reflective liquid and it may have thick vegetation growing nearby. To test if something is water, try touching it. If it is not solid and does not corrode your suit, it is probably water. Ah, diese Sprüche sind schlimm. Kohlegenerator macht 75 Mega. Also das Doppelte von meiner aktuellen Anlage. Das finde ich aber geil. Ganz, ganz toll. Wasserextraktor. Aber ich könnte dich hier bauen. Auch wenn ich noch nicht zur Hölle weiß, was mir fehlt. Ah, Kupferblech. Aber dann könnte ich dich hier drauf platzieren, wie ich das sehe. Okay. Wie viel machst du? Du brauchst 20 Megawatt. Bedeutet, der erste Kohlegenerator wird wahrscheinlich nur dafür sein, um zwei Pumpen zu versorgen am Ende. Andere Frage. Dafür brauche ich jetzt immer Kupferblech. Ich glaube, Leute, wir brauchen jetzt dann ganz, ganz viel Kupfer. Wie viel kostet mich denn... Was, oder was kostet so Kupferblech? Nein, nein. Mach weiter einfach. Mach einfach weiter. Okay, 2. Das sollten wir easy hinkriegen. Aber ich will jetzt lieber heute nochmal mit euch ein bisschen den Punkteshop ausnutzen. Wie viel haben wir? 19. Oh ja, wir brauchen mittlerweile echt viele. Dankeschön. So, einkaufen. Awesome Shop. Für 10 kriege ich den kleinen Fabrikwagen. Das habe ich schon alles gekauft. Nicht verfügbar. Das sind noch ein paar Legierungen. Okay, Fundamente sind da noch ein paar. Die Frage ist, brauche ich da jetzt gerade welche? Ich glaube nicht. Auf euch hätte ich ja irgendwie doch ein bisschen Lust. Zusammen kostet ihr mich 10. Ich habe 19. Und da kann ich halt Teile kaufen. Jetzt ist die Frage. Weißt du was? Zum Warenkorb. Zum Warenkorb. Ich will dieses blöde Fahrzeug einfach haben, einfach weil es lustig ist. Wo war das andere, was wir wollten? Das ist jetzt... Ja, jetzt sind wir bei... Bei 15 müssten wir gerade sein. Gehwegrampe. Laufsteg und Gehweg. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Ich tue dich mal hinzu. Gesamt 20. Goddammit, warum denn jetzt doch 20? Produzieren wir noch schnell welche. Brauch noch einen. Einen einzigen.
Ich will shoppen. Ich werde die Fabrikleiter schlauer, ne? Ah, wir haben Jump Pads. Aber eine Fabrikleiter ist halt echt praktisch. Goddammit. Obwohl, ich hätte lieber gerne das hier, anstatt dem anderen Teil hier, den Laufsteg. Dann sind wir jetzt bei 20, dann haben wir einen kleinen Fabrikwagen, können die Fenster und die Tore einbauen und dann können wir langsam unser ganzes Ding hier nicht zumachen. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich das Licht zum Beispiel herkriege. Stahlrahmenfenster, sowas haben wir noch gar nicht frei. Geneigte Wände. Ja, da kommt noch relativ viel, ne? Läuft für 3 kriege ich davon 100. Puh, ist natürlich auch eine spannende Variante. Frachter kehrt zurück in 3 Minuten, okay. Du hast doch mittlerweile bestimmt einen Coupon fertig. Fast. Komm schon. Doch wie viel habe ich mich eigentlich durchgefressen mittlerweile? Ich muss mich so durch solche Tonnen an Dingern durchgefressen haben. Das ist ja der Wahnsinn. Alter, wir brauchen mittlerweile 10.000 davon. So. Fix it. Hä, wie ausstehende kommen? Ich habe gerade einen gekauft. Hatte ich nur 18? Nee, ich hatte doch 19. Ach, come on. Okay, auf was verzichte ich fürs Erste? Auf was verzichten wir? Mann, ich mag das Tor. Weißt du was, fürs Erste die Tür, weil wenn ich noch keine... Alles kaufen. The Fixit Factory card navigates on Fixit Foundation surfaces with extreme efficiency. Not intended for use on hazardous terrain, mildly hazardous terrain, reasonably safe terrain, or general terrain. Fixit reserves the right to subtract damage to or loss off vehicle from your Save the Day completion bonus package. For more information about this bonus package, please visit our information booth in Error, Earth, open on the first Tuesdays and Wednesdays of the month. Between 6:25 a.m. and 6:53 a.m. Wie zur Hölle? Route laden. Es gibt keinen Pfad zum Laden. Holy shit, ist das Ding schnell. Kurve. Wir bauen hier vorne jetzt das, was ich die ganze Zeit haben möchte. Wände. So. Das Tor schaut irgendwie verbuggt aus. Ah ne, lol. Ach moin, du bist auch wieder zurück. Yay! Ach guck mal, es geht schon wieder auf. Seiten weg. Also ich habe mir ehrlich gesagt, das Tor geht weiter auf. Aber anscheinend nicht. Wand mit Torbogen. Habe ich das falsche Tor gebaut? Das heißt jetzt Wand mit Torbogen. Ist jetzt da ein Tor drin oder nicht? Seid die falsch, weil ich da, eigentlich wollte ich seitlich die Türen reinbauen. Dann machen wir jetzt da Fenster rein. So schaut's aus.
Wait. Ich finde gerade wieder neue Sachen raus. Das sind wie Durchreichen. Oh. Ich habe das als Fenster gedacht, nicht als Durchreißen, aber mega cool. Förderband durchreiche. Okay. Und kann jetzt hier ein Tor rein oder was ist das jetzt gedacht? Ich würde ehrlich gesagt, hier ist ein Tor drin. Und das macht so auf und zu. Das hatte ich mir so vorgestellt. Aber dann halt nicht. Fabrikwaden. Oh, jetzt habe ich den Fabrikwaden wieder mit dem Tag. Ups. Nein, der Fabrikwagen bleibt hier stehen. Ist das cool? Yeah. Nicht durch. Also Beschleunigung hat es, aber keine Bremswirkung. Also es fährt echt beschissen auf normaler Oberfläche. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben wieder viel geschafft. Wir haben unseren ersten kleinen Wagen jetzt in dem Fall. Schaut's besser aus. Und ja, wir werden hoffentlich weiterhin Sachen bekommen und in der nächsten Folge uns dann darum kümmern, dass wir Richtung Pumpen- und Kohlekraftwerk gehen, damit wir unsere Energie da drin austauschen können gegen eine Kohleanlage, die wir extern dann vielleicht sogar anfangen zu lagern und dann auf der Seite vielleicht die Kupferproduktion einführen. Wäre natürlich sehr cool, beziehungsweise würde ich vielleicht sogar das lassen und da den Vernichter da reinschmeißen, damit wir fürs Erste dadurch weiter Tickets bekommen und uns Sachen zu leisten. Aber ich würde sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.